Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mal die Grundlagen rund um die Pets in Hypixel Skyblock geben, denn die Pets sind zwar schon bereits einige Tage im Spiel, aber es gibt immer noch dennoch einige Leute, die nicht so recht wissen, wie man Pets bekommt oder andere Themen rund um die Pets in Hypixel Skyblock. Angefangen bei dem Pet-Menü werde ich euch dort die wichtigsten Punkte erklären, anschließend zeige ich euch, wie ihr die verschiedenen Pets bekommen könnt und beim letzten Punkt zeige ich euch, was ihr bei den Stats der verschiedenen Pets beachten müsst, um sie optimal zu verwenden. Wenn ihr einen der Punkte überspringen wollt, findet ihr auch die Timestamps zu den drei genannten Punkten in der Videobeschreibung. Aber kommen wir erstmal zu dem Pet-Menü. Wer noch kein Pet hat, wird vergeblich nach dem Pet-Menü im Skyblock-Menü suchen, denn erst sobald ihr ein Pet freischaltet, habt ihr auch das Pet-Menü freigeschalten. Das erste Pet, was ihr erhalten werdet, wird ein Item im Inventar sein, welches ihr in eure Hand nehmen müsst und dann mit einem Rechtsklick das Pet aktivieren. Anschließend könnt ihr das Skyblock-Menü öffnen und dort seht ihr auch nun den Knochen, welcher das Pet-Menü darstellt. Im Pets-Menü selber könnt ihr dann mit der Maus über eure Pets gehen, um mehr Informationen über die Pets zu erhalten. Wenn ihr ein Pet aktivieren wollt, müsst ihr das einfach anklicken und durch erneutes Anklicken deaktiviert ihr das Pet. Und ihr könnt leider immer nur ein Pet gleichzeitig draußen haben. Wenn ihr mal die Pets aktiviert haben wollt, aber aus welchem Grund auch immer sie nicht angezeigt haben wollt, weil ihr zum Beispiel gerade Mobs grindet oder weil euer PC jetzt nicht so gut ist, dass er die ganzen Pets laden kann, könnt ihr auch alle Pets in der Anzeige deaktivieren, indem ihr hier auf den Button klickt. Dann werden alle Pets ausgeblendet, aber ihr erhaltet trotzdem noch die Bonis durch die Pets. Durch ein erneutes Klicken des Buttons werden wieder alle Pets angezeigt. Wenn ihr beispielsweise nun ein Pet habt, was ihr nicht länger wollt und es deswegen ins Auktionshaus stellen wollt, besteht auch die Möglichkeit, das Pet wieder in ein Item umzuwandeln, welches ihr im Inventar habt. Dafür müsst ihr zunächst auf den grauen Farbstoff hier klicken und dann auf das Pet, was ihr als Item haben möchtet. Anschließend erhaltet ihr das Pet als Item und nun könnt ihr es entweder ins Auktionshaus stellen oder mit einem anderen Spieler tauschen. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte, die ihr über das Pet-Menü wissen müsst. Weiter geht es mit den Pets, wie ihr sie erhalten könnt. Die meisten der momentan 28 Pets ins Spiel kann man durch Craften erhalten. Ich habe sie hier euch mal eingeblendet. Je nachdem, welches Pet ihr halt wollt, müsst ihr die jeweilige Collection freischalten. Außer bei den Jerry Pet, das kann jeder bereits craften, indem man einfach ein Egg in die Mitte packt und darum 8 Jerry Eggs. Wie auch bei dem Jerry Pet verwendet man bei jedem Pet zum Craften in der Mitte ein Egg. Jedoch ist das kein normales Egg, sondern ein enchantetes Egg oder ein super enchantetes Egg. Je nachdem, welches Ei ihr verwendet, erhaltet ihr beim enchanteten Egg entweder ein Common, Uncommon oder Rare Pet, wobei für alle drei Seltenheiten die gleiche Chance besteht. Wenn ihr ein super enchanted Egg fürs Craften verwendet, könnt ihr entweder ein episches oder ein legendäres Pet verwenden, wobei hier eine 80% Chance ist, dass ihr ein episches Pet erhaltet und leider nur eine 20%ige Chance, ein legendäres Pet zu erhalten. Zu den Seltenheiten komme ich aber später im Video. Neben den Craften können auch einige Pets direkt gekauft werden, entweder in der Dog Auction für einige Millionen Coins, wie der Papagei oder die Schildkröte. Ein anderes Pet, die Biene, kann bei Bea gegenüber der Bar gekauft werden. Je nachdem, welche Seltenheit ihr die Biene haben möchtet, kostet das mehr oder weniger Coins und Kohle und Gold. Und dann gibt es auch noch ein Event, bei dem ihr Pets kaufen könnt, nämlich den Wandernden Zoo, welcher immer die ersten drei Tage vom frühen Sommer ist. Den Event-NPC dafür findet ihr in Hub, auch dort, wo die ganzen anderen NPCs für das Event immer rumstehen. Je nach Angebot des Händlers könnt ihr dort einen Tiger, einen Löwen, eine Giraffe oder einen Wal kaufen. Hier ist auch wieder die Seltenheit entscheidend für den Preis, wobei legendäre Pets hier 15 Millionen Coins kosten und dann halt noch ein anderes Material wie beispielsweise enchanteter Fisch oder enchantetes Kuhfleisch. Neben dem Kaufen besteht auch noch die Möglichkeit, dass ihr während dem Angeln Pets erhaltet. So kann zum Beispiel der Tintenfisch direkt als Drop während dem Angeln erhalten werden. Es ist aber auch möglich, beim Angeln vom Sea Emperor den fliegenden Fisch zu droppen. Neben dem Drop vom Sea Emperor gibt es aber auch noch andere Pets, welche von Mobs droppen, wie beispielsweise das Enderman Pet, welches natürlich von Enderman droppt. Aber auch die beiden Bosse in Hypixel Skyblock droppen je ein Pet. Neben den drei Pets, welche bei einem speziellen Mob droppen, gibt es auch noch das Phoenix Pet, welches bei eigentlich jedem Mob auf einer öffentlichen Insel droppen kann, wenn ihr ihn tötet. Nur leider ist die Chance dafür sehr, sehr gering. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bisher euer bestes Pet ist, welches ihr gedroppt bekommen habt. Aber neben diesen Pets, die man droppen kann, gibt es natürlich auch noch die alten Pets, welche schon vor dem Pet-Update im Spiel war, nämlich der Schneemann und das Skelettpferd. Und die bekommt man auch noch wie vor dem Pet-Update, nämlich den Schneemann aus Geschenken von dem Jerry-Event und das Skelettpferd beim Spooky-Event, wenn man mehr als 2400 Candy-Punkte sammelt. Wie schon bei den craftbaren Pets erwähnt, gibt es für die Pets 5 verschiedene Seltenheitsstufen: Uncommon, Common, Rare, Epic und Legendär.
Je nachdem, welche Seltenheit eure Pet hat, desto besser sind deren Stats natürlich auch. Und bei den Pets ist auch zu beachten, dass sie neben solchen passiven Stats wie Intelligenz, Speed oder Stärke auch noch weitere Bonis geben, wobei dort auch wieder die Seltenheit wichtig ist. Denn so haben Common und Uncommon Pets nur ein Bonus-Stat, Rare und Epic Pets haben bereits zwei Bonus-Stats und erst ab der legendären Seltenheit hat euer Pet drei Bonus-Stats. Eine Ausnahme bildet hier aber das Phoenix-Pet, was sogar vier Bonus-Stats hat. Neben der Seltenheit der Pets ist auch noch das Level der Pets wichtig, denn wenn ihr ein Pet komplett neu erhaltet, ist dieses Level 1 und dieses könnt ihr dann bis Level 100 leveln, um die Stats, die das Pet hat, noch weiter zu erhöhen. Doch beim Leveln der Pets gibt es gleich zwei Dinge zu beachten, denn zu einem ist die Seltenheit für das Leveln des Pets wichtig, denn so braucht beispielsweise ein Common Pet von Level 1 bis Level 100 5,6 Millionen XP. Und ein legendäres Pet braucht von Level 1 bis 100 25,3 Millionen XP, was mehr als das 4,5-fache der XP ist, welches nur ein Uncommon-Pet braucht. Die andere Sache, die man beim Leveln der Pets beachten muss, ist die Skill-XP. Denn jedes Pet ist auch noch eins der Skills zugewiesen, welche man leveln kann, außer den kosmetischen Skills wie Runecrafting und Carpentry. Denn so gibt es beispielsweise Combat-Pets, Mining-Pets, Foraging-Pets und so weiter. Und wenn ihr nun beispielsweise Combat XP farmt, während ihr ein Combat Pet ausgerüstet habt, erhält euer Pet auch genauso viel Skill XP, wie ihr für den jeweiligen Skill erhaltet. Farmt ihr aber Combat XP und habt ein Farming Pet ausgerüstet, so erhält das Pet nur 25% der XP, die ihr erhaltet. Wenn ihr ein bisschen mehr zum Leveln für die Pets wissen wollt, kann ich euch das Video in der Infocard empfehlen, denn dort zeige ich euch, wie ihr eure Pets optimal leveln könnt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!